Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch heute berichten über unsere Vorbereitung zum ersten Geburtstag. Es sind jetzt noch ungefähr 3 Wochen, bis der Vincent ein Jahr alt wird und wir feiern auch direkt an dem Tag, weil es ein Sonntag ist praktischerweise. Eigentlich wollte ich die Einladung erst selber machen, aber ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Und dann habe ich so eine tolle Vorlage im Internet gefunden und die habe ich einfach ausgedruckt, ausgeschnitten und hier alles draufgeschrieben für am, von, bis und bei Vincent. Genau, die haben wir dann so verteilt und wegen den Geschenken habe ich im Vorfeld mit meinem Mann, haben wir uns Gedanken gemacht, was wir uns wünschen, haben eine Liste gemacht und jeder, der uns fragt, hat Einblick auf diese Liste erhalten und hat uns dann halt gesagt, was er schenken möchte und da haben wir das durchgestrichen, so umgehen wir das auch, etwas doppelt zu bekommen oder etwas zu bekommen, mit dem wir jetzt so gar nichts anfangen können. Und wir machen es so, dass wir eingeladen haben ab 14.30 Uhr und bis 17 Uhr feiern. Also wir machen sozusagen nur Kaffee und Kuchen. Das ist auch für den Rhythmus dann vom Vincent für mich ganz wichtig, dass er dann wieder so eine Zeit hat zum Abklingen, wo es wieder normal werden kann, dass er dann auch ruhig schlafen kann. Und wir sind fast 35 Leute. Also wir feiern den ersten Geburtstag richtig, richtig groß und wir feiern hinten bei uns im Garten. Da stellen wir noch so ein Pavillon auf und ich stelle keine große Tafel oder so, also wir stellen ein paar Biertischgarnituren, dann so ein paar Sitzgruppen mit Stühlen, unsere Gartenbänke stellen wir auf, aber auch ein paar Decken auf der Wiese, also so ganz kunterbunt eigentlich und da kann sich dann jeder aussuchen, wie er möchte, die Älteren dann natürlich eher auf den Sitzgelegenheiten und am Tisch und so. Dementsprechend habe ich auch das Essen geplant, es gibt halt Cupcakes und Blechkuchen, alles was man einfach auch mit der Hand einfach essen kann und dann ja, gibt es halt Kaffee oder Saft oder irgend sowas dann dazu. Wir haben auch ein paar Kinder, allerdings alle älter noch als der Vincent. Und ja, ich kann euch ja mal zeigen, ich wollte unbedingt Pappgeschirr haben, halt weil wir auch so viele sind und ich hätte auch gar nicht so viel Geschirr zu Hause. Und eigentlich wollte ich erst welches im Internet bestellen und habe mir da auch schon ein bisschen was rausgesucht. Ich war erstaunt, wie teuer es zum Teil ist. Und im Endeffekt habe ich das dann verworfen. Ich habe ganz, ganz tolle Sachen gefunden. Die habe ich mir auch abgespeichert für dann wirklich die Geburtstage, die er dann auch wirklich mitbekommt, wo er dann auch was davon hat, wenn ich viel Geld für sowas ausgebe. Und da habe ich jetzt nur ganz einfach, das habe ich dann durch Zufall gesehen und habe es sofort mitgenommen. Das hier sind unsere Teller. Da sind drin 10 Stück und kosten 1,99 Euro. Und das sind die Pappbecher dazu, das sind glaube ich auch 10 Stück, genau, und kosten auch 1,99 €. Und die Servietten haben wir im selben Design, die sind auch 1,99 €. Und da habe ich dann gar nicht so viel zum Glück für das alles bezahlt. Und ich finde es auch süß, es ist nicht so auf ein Thema gespickt, weil viele Sachen, die ich im Internet gefunden habe, waren so extrem thematisch, also auf Piraten oder auf Fußball oder so. Und das, wir haben ja keine direkte Motto-Party. Also es ist ein bisschen, das Motto ist so ein bisschen Cupcakes, weil halt wie gesagt auch alle Einladungen so aussehen und weil es halt auch viele Cupcakes geben wird. Und dann habe ich hier noch so einfache Luftballons gekauft. Er steht auch total auf Luftballons, deswegen werden die nicht alle bis zum Geburtstag überleben, weil man muss diesem Kind noch einen Luftballon geben und er ist eine Stunde lang beschäftigt. Ja, also ich dekoriere auch nicht jetzt so viel. Ich werde mir so ein paar diese Papiertischdecken besorgen, noch dazu in einer passenden Farbe. Und ja, ansonsten kommen ja dann noch ganz viele Blumensträuße, die kann ich dann damit hinstellen. Wie gesagt, wir hängen die Luftballons auf und ansonsten ist unser Garten ja relativ bunt auch so. Und überall hängt und steht irgendwas. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es wird. Ich werde euch auf jeden Fall an diesem Tag mitnehmen und werde euch dann auch nochmal später in einem gesonderten Video zeigen, was wir alles für Geschenke bekommen haben und werde das Ganze nochmal so Revue passieren lassen. Und in den nächsten Jahren freue ich mich unglaublich auf die Kindergeburtstage, wenn man dann richtig mit Kindern Kindergeburtstage feiert. Bei meiner Freundin war ich da schon mal mit dabei und habe geholfen, als sie das für ihren Sohn gemacht hat und ich finde das voll toll, vor allen Dingen auch die Vorbereitung im Vorfeld und das möchte ich dann auf jeden Fall genau für euch dokumentieren, wenn es soweit ist. Unser erstes Geschenk haben wir bereits bekommen und zwar ist das vom DM Babybonus, in diesem Babyclub
Und das ist dieser Duden Zwerge, alle meine Sinne ab 12 Monate. Und ich finde es richtig klasse, weil ich habe im Moment das Problem, dass ich nur Papierbücher habe. Und das ist so ein Pappbuch. Das heißt, da kann er nicht die Seiten rausreißen, er kann nicht das Buch aufessen. Er hat zwar schon dran rumgenagt, aber das ist okay. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Pappbuch. Ist auch super schön gestaltet, finde ich. Ist echt super, super klasse. Es ist eine Sonderausgabe für den Babybonus. Aber es gibt so noch ganz, ganz viele verschiedene. Dann auch für verschiedene Altersgruppen gestaffelt. Also es geht bei 12 Monaten los und endet dann bei 30 oder ab 30 Monaten. Und ich glaube, da werde ich mir noch so ein paar besorgen, wünschen, wie auch immer. Weil es echt Pappbücher sind bei uns gerade. Sehr gut geeignet, weil wie gesagt, er isst alles, was aus Papier ist. Also egal, ob es das Telefonbuch ist oder ob es Taschentücher sind oder ob es irgendwelche Pappkartons sind, die er irgendwie findet. Da muss ich mal aufpassen, dass ich das alles wegräume. Genau, das war es eigentlich so zu unseren Vorbereitungen. Wenn es dann ans Backen geht, denke ich mal, werde ich die Kamera mit dabei haben, werde euch zeigen, was ich so für verschiedene Muffins mache. Cupcakes, Muffins, alles dasselbe. Ich lasse von meiner Schwiegermama einen Kuchen backen und meine Mama backt noch einen Kuchen und dann ist es für keinen so viel Aufwand. Und ja, ich freue mich schon ganz doll. Wie gesagt, ihr seht ja dann alles und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!